Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Portal 2. Deswegen zwei Streifen, weil es zwei Teile ist. Und sobald ich weiterlaufe, wird das Audio wieder weitergehen. Also wird Klaus wieder weiterreden. Und deswegen, jetzt geht's los. Es kommt nicht. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ja, klar. Ich bin gleich zurück. Ja, klar. Natürlich. Ich sehe. Ich sehe. Ah, warte. Ich verstehe. Ich verstehe, was er von mir will. Ich muss erstmal das hier aktivieren. Dann muss ich ja durchgehen. Dann muss ich Portal aktivieren. Und da durchgehen. Das. Ich hab gedacht, was passiert. So. Ich sehe dich. Ich sehe mich selber. Ho, ho, ho. Das kann man dann echt kurz. Und ich habe vergessen, die Zeit zu stoppen. Das fand ich besonders schlau. Okay. Ich denke, ich werde die Ladescreens ausschneiden, weil die jetzt ein bisschen kürzer wird und nicht so viel warten muss. Nicht so aggressiv. Hier sendet ein Notsignal aus. Du warst okay. Das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht, ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre mein... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Okay, das Portal wird auch deaktiviert. Nein. Weedly. Hol mich hier raus. Ich will dich mehr testen. Aha. So. Okay, okay. Wenn ich raten darf, wird das Ganze so ablaufen, dass ich hier ein Portal durchschleppen muss. Das hier durchläuft. Dann ein Würfel, der da oben liegt. Blaues Portal. Ich verstehe. Aua. Aua. Okay. Das haben wir erledigt. Orangenes Portal. Und so. Und den Würfel. Da muss ich ja vorsichtig machen. Das hätte gerade schief gehen können. Machen wir das Ganze hier rein. Machen. Oh. Das war gefährlich. Sollte ich aufpassen. Okay.
Jetzt stellt sich nur die Frage. Da drückt die Tür auf. Aber ich musste erstmal hochkommen. Kann ich es von da oben überhaupt machen? Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Interessant. Das kriegen wir, denke ich, hin. Jo. Und auf geht's. Weedley soll uns hier rausholen, denn das sind ziemlich viele Tests. Das Problem ist, es sind viele einfache Tests. Das zieht sich sehr lang dann durch die Zeit. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ich möchte von dem Reh hören. So. Versuchen wir es mal folgendermaßen. Das hat nicht besonders gut geklappt. Wir gehen höher und holen aus. So, dann holen wir dich und springen runter und hoffen, dass wir nicht dort landen. So. Okay, das war ziemlich hoch. Okay, wir haben den Würfel geholt. Oder den Cube oder den Kubus oder was immer. Ach du. Groß ist das Teil. Darf ich anmerken, dass ich nicht mehr durchblicke? Jetzt blicke ich durch. Gibt es hier Portale? Kann ich hier ungefähr runterfallen? Ja, kann ich. Das Teil ist offen. Und jetzt, jetzt kann ich mich so Dinger hier rüber schwingen. Vorsichtig, nicht den Würfel bitte. Okay, jetzt muss ich den Laser hier rüber führen. Ja. Boah. Wie soll ich das machen? Wir sollten definitiv irgendwie da hochkommen. Nein, nicht so. Ach ja, ich bin ja auch ein Idiot. Ich kann einfach herunterfallen. So, ich muss den Würfel jetzt irgendwie. Ah, ich hab's. Wow, das ist. Dich nehmen wir mit, weil vielleicht brauchen wir dich für irgendwas. Stellen uns lieber hier auf. Okay, das heißt ja, dich haben wir soweit. Ach nein. Ach nö. Ach nö. Wo ist der Würfel denn? Ernsthaft jetzt? Ist jetzt weg? Der ist hier.
Was wird jetzt passieren? Stell ich mich frei. Ach so, okay, jetzt blicke ich durch. Ich komme dann direkt hier drauf und ich brauche einen Würfel, habe ich mir gedacht. Das heißt, ich muss da hoch einen Würfel holen, den ich da oben hingelegt habe. Nee. Das war nicht besonders schlau mit dem Würfel. So, bleibst du unten. Ist alles gut. Und die stellen wir jetzt richtig ein. So, dann nehmen wir den Würfel und katapultieren uns den. So. Das müsste jetzt klappen. Hoffe ich zumindest. Und es klappt, das ist ziemlich gut. Test bestanden. Endlich. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Okay. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Interessant. Langsam werde ich überfordert mit dem Testziel. Aha, ich verstehe. Ich kann damit irgendwas verschicken. Ach. Oh nein. Er ist tot. Okay, ich verstehe, wozu die Ladescreens da sind. Ich stelle mich dorthin zurück. Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Wie soll ich da reinkommen? Okay, ich verstehe. Ich kann jetzt solche Brücken bauen. Oh, ich verstehe gleich, was ich machen muss. Es wird gleich. Oh, es wird gleich so gefährlich. Uiuiui. Okay, ich hab's. Und ich bin noch gesund halbwegs. Das läuft erstaunlich gut. Ich würde mir gerne so einen sicheren Ort holen, wo ich halbwegs Überlebenschancen habe. Sehr gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Alles klar. Ich danke natürlich. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare.
Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Ja, also wie man den Knochenbau vermeidet, das sehen wir im nächsten Part von Portal 2. Ein unglaublich gutes Spiel. Also, ich mag es wirklich. Ja, bis zum nächsten Mal. Alola.